Willkommen hier im Regionalfernsehen aus Neubrandenburg. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zum aktuellen Neu-1-Journal. In unserer Sendung haben wir zwei sommerliche Empfehlungen für Sie aus der Region am Stettiner Haff. Zum einen schauen wir im Tierpark Ueckermünde vorbei und wir wollen Sie noch einmal einladen auf eine entspannende Rando-Floßtour durch die Natur. Vorher gibt es Aktuelles aus der Viertore-Stadt in kompakter Form. Ob von West oder Ost, Nord oder Süd. Wer nach Neubrandenburg hineinfährt, der lernt auf den insgesamt 18 Zusatzschildern unter den Ortsschildern auch den plattdeutschen Namen der Viertore-Stadt kennen. Das soll nun auch für Bahnreisende gelten. Spätestens auf dem Rückweg zum Bahnhof treffen diese künftig auf das frisch enthüllte Niegen-Bramburg-Schild. Die Stadt sei die zweite Kommune überhaupt im Land gewesen, die mit den Namensschildern die Pflege der niederdeutschen Sprache förderte, heißt es aus dem Rathaus. Die Schilder sollen die Verbundenheit der Menschen mit ihrer Region, Identität und Tradition ausdrücken. Passend dazu wurde die Enthüllung des Schildes auf den 150. Todestag des niederdeutschen Heimatdichters Fritz Reuter gelegt. Am Neubrandenburger Augusta-Bad weht in dieser Badesaison die blaue Flagge. Und das mittlerweile zum 25. Mal. Sie wird von der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung verliehen und ist das internationale Erkennungszeichen für saubere und sichere Strände, welche nach einem strengen Kriterienkatalog ausgewählt werden. Neben dem Augustabad hat auch das Strandbad Broda die blaue Flagge hissen dürfen. Jedes Jahr am 4. Januar feiert die Stadt Neubrandenburg ihren Gründungstag in der Konzertkirche. Bei den Feierlichkeiten werden auch Menschen geehrt, die sich ehrenamtlich engagieren und somit das städtische Leben positiv beeinflussen. Nun sind Verbände, Vereine und Initiativen aufgerufen, Vorschläge zu unterbreiten, welche Personen am nächsten Stadtgeburtstag im Jahr 2025 gewürdigt werden sollten. Der Antrag auf Würdigung des Ehrenamts muss spätestens bis 31. Juli schriftlich im Präsidium der Stadtvertretung eingereicht werden. Frische Produkte in Bio-Qualität zu fairen Preisen. Individuell online zusammenstellbar. Per Lieferservice direkt vor die Haustür. Der Biomarkt Neubrandenburg. Beiträge rund ums Wohnen in Neubrandenburg. Monatlich neu, zu sehen täglich. Hier auf Neu1, das Neuwoges-Magazin. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Tierpark Ueckermünde kann auf eine schon lange über 60-jährige Geschichte zurückschauen und entwickelt sich immer weiter. So ist und bleibt der Zoo am Stettiner Haff ein beliebtes Ziel für Einheimische und Gäste. Auch wir haben uns fachkundig begleitet, mal wieder ein wenig auf Entdeckungstour begeben. Es ist eine besondere Verantwortung, die der Zootierpfleger gegenüber seinen Schützlingen hat. Und natürlich entwickelt sich daraus auch eine ganz besondere Beziehung. Amadeus Saulo kommt an die ohnehin besuchergewöhnten Tiere nochmal eine Spur näher heran.
Er führt uns heute durch den Tierpark Ueckermünde, zeigt uns Attraktionen und Neuigkeiten. Dazu zählt etwa die im April vergangenen Jahres eröffnete Wellensittich-Voliere, die nicht nur ihre Namensgeber, sondern auch einige andere australische Papageienarten beheimatet. Besucher können die Tiere in der Anlage mitunter im freien Schwarmflug erleben. Also wir haben hier ungefähr 2800 Kubikmeter Flugraum und es leben hier 10 Nymphensittiche, begleitet von 10 Singsittichen, 5 Penanzittichen und das Ganze untermalt von 100 Wellensittichen ungefähr genau. Aktuell auch noch 2 Rebhühner, die hier für die Jungaufzucht umgesiedelt wurden. Und ja, das wären so die Eckdaten der Voliere. Der Zoo am Haff ist mit seinen über 400 Tieren und ca. 100 Tierarten ein absoluter Besuchermagnet für die Einwohner der Region wie auch für Touristen aus der ganzen Bundesrepublik. Die Attraktivität des Tierparks strahlt dabei auch über die Grenzen hinaus. Vor allem, weil es in Polen an der Grenznähe halt keine größeren Zoos gibt oder besser gesagt gar kein Zoos. Und daher haben wir vor allem im Sommer und an Wochenenden und auch an polnischen Feiertagen sehr, sehr viele polnische Besucher, manchmal sogar überwiegend. Genau, ich denke, das ist ein Verbindungspunkt auch gesellschaftlich. Also hier treffen viele Leute auch unterschiedlicher Nationalitäten aufeinander und ich finde das eigentlich sehr schön. Genau. Und vor allem Kinder auch, ne? Hier an dem Erlebnisspielplatz und im Kletterwald können auch Kinder unterschiedlicher Sprachen und Gesellschaften sich treffen und spielen. International und multikulturell wie seine Bewohner. Die Katas etwa, eine Lemurenart aus Madagaskar, sind bei den Besuchern besonders beliebt. Im begehbaren Gehege kann man den Halbaffen ganz nahe kommen. Amadeusz glaubt zu wissen, warum die Madagassen ganz oben auf der Liste der Tierparkbesucher stehen. Einerseits glaube ich, dass sie so besonders sind, mit sämtlichen körperlichen oder physiologischen Attributen, die sie tragen. Mal die großen runden Augen, dann die Fellfarbe, die Fellstruktur, wie die Tiere sich bewegen und halt auf alle Fälle auch die farblichen Akzente, die sie haben. Also diesen hohen Ringelschwanz, den tragen sie jetzt, weil sie aus der madagassischen Steppe sozusagen kommen. Und wenn sie dann als Gruppe durch die Graslandschaft laufen, sehen die sich natürlich gegenseitig gut. Und dadurch fallen sie halt auch auf, vor allem den Besuchern. Sowas kennt man ja von unserer einheimischen Natur eher weniger. Bei uns ist alles eher unscheinbar gefärbt. Daher denke ich mal, sind die Katas sehr beliebt und zudem sind sie einfach niedlich, ne? Genau. Und recht zutraulich auch. Ein ganz besonderer Charme, der auch den Erdmännchen gegeben ist. Ihren Niedlichkeitsfaktor kann nur noch der eigene Nachwuchs steigern. Übrigens ist auch Amadeusz ein echtes Tierpark-Eigengewächs. Circa ein Jahr ist es her, dass er hier seine Ausbildung zum Zootierpfleger abschloss. Auf ihn wartet nun eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe, die Raubtierfütterung im Wolfsgehege. Vorsicht ist natürlich geboten, doch selbst im Tierpark zeigt sich der Wolf zaghaft schüchtern und scheu. Ganz anders als in den Märchen und Mythen. Dennoch sehen viele Menschen die Ausbreitung des Wolfes in freier Wildbahn mit Sorge entgegen. Na, einerseits, dass es halt ein recht großes Raubtier ist, was in unseren Wäldern jetzt doch wieder angesiedelt ist und da zu finden ist. Und an sich aber auch ein sehr schönes Tier ist und halt auch ökologisch eine sehr wichtige Funktion hat. Und wir ihn halt durch so Ammärchen und Aberglauben halt im 18., 19. Jahrhundert beinahe ausgerottet hätten. Und so langsam sieht man halt, dass er ökologisch doch recht wichtig ist für den Wald, aber gleichzeitig die Probleme, die halt auftreten mit Leuten, die Vieh halten auf Koppeln oder Weiden. Ne? Das 2400 Quadratmeter große Areal teilt sich derzeit eine reine Männer-WG. 4 Rüden sind es, die hier durchs Wäldchen streifen. Von ihnen ist dementsprechend kein Nachwuchs zu erwarten. Anders sieht es bei den Zebras und Flamingos aus. Fast über das ganze Jahr verteilt kommen im Tierpark neue Bewohner zur Welt. Genau, jetzt vor allem die Jahreszeit jetzt, ne, Frühling und Frühsommer, das ist so die Haupt- oder der Hauptdrehpunkt, sage ich mal. Die Ponys, Zebras, Flamingos, alles brütet gerade oder hat Jungtiere oder säugt sie oder führt Jungtiere, ne, ob das die Hühner sind. Also ist jetzt eigentlich die beste Zeit, um in den Zoo zu gehen. Es gibt hier noch so manche Tiere und Attraktionen zu entdecken. Dazu zählt etwa der beliebte Erlebnisbauernhof. Ein Thema für den nächsten Besuch im Tierpark Ueckermünde. Oder eine gute Gelegenheit, um einfach selbst auf Erkundungstour zu gehen. Wir bleiben in der Region und draußen im Grünen. Auch am Hafen Eckesin hat sich in den vergangenen Jahren viel getan und entwickelt.
Eine besondere Empfehlung für jeden, der nah an der Natur vom Alltag abschalten will. Da darf dann auch auf keinen Fall eine Floßtour durch vorpommersche Flusslandschaft fehlen. Die Haflein-Dancer steigen auf zu einer sommerabendlichen Rando-Floßtour. Abfahrt ist in wenigen Minuten hier in Eggesin. Das vorpommersche Städtchen tut schon mit seinen Titeln Blaubeerstadt und Randostadt kund. Bei uns steht die Natur im Mittelpunkt und in diese laden wir unsere Gäste gern ein. Am Hafen Eggesin ist Familie Ertelt mit attraktiven Angeboten von Frühjahr bis Herbst für Natur- und Wasserfreunde da. So gibt es einen Bootsverleih vom Kanu über Tretboot und Angelkahn bis zum führerscheinfreien Motorboot. Ein Naturcampingplatz bietet großzügige Fläche für Wohnmobile und Zelte. Wer keine eigene Unterkunft mitbringt, kann hier auch eines der kleinen Ferienhäuser mieten. Alles in idyllisch grüner Lage, inmitten einer norddeutsch weitläufigen Flusslandschaft, die über Rando und Uecker bis nach Uckermünde ans Stettiner Haff führt und die der Natur viel Raum lässt. Der Streifen zwischen Deich und Ufer ist nicht mehr bewirtschaftet worden seit 1950. Und so hat sich die Natur hier erholt und man kann wirklich sagen, man fährt durch einen Urwald. Wir haben seltene Pflanzen, wir haben seltene Tiere, wir haben den Eisvogel, wir haben Biber hier, Fischotter und wir haben wieder sauberes Wasser in unseren Flüssen. Damit startet Randoflößer Detlef Ertelt jetzt mit den Haflein-Dancern auf eine gut dreistündige Flusstour. Einst war hier in der Gegend die Kahnschifffahrt prägend. Holz und Ziegel wurden in großer Menge über Rando und Uecker transportiert. Detlef Ertelt wuchs hier auf und kann aus dieser Geschichte seiner Heimat viel erzählen. Die Haflein-Dancer sind nicht das erste Mal an Bord. Wenn das Floß schwerelos über das Wasser gleitet, nur noch Natur vorbeizieht, dann wechseln auch die fröhlich aktiven Tänzerinnen in einen ganz entspannten Takt und genießen. Die Stille, die Ruhe, unsere schöne Landschaft, die kann man ja immer wieder bewundern. Ist einfach spitze. Ja. Kann man weiterempfehlen, ja. Die Seele freut sich. Mit bis zu 32 Plätzen ist Geselligkeit auf dem Floß kein Problem. Und für das leibliche Wohl sorgt der Tourchef höchstpersönlich. Also das Essen ist immer sehr lecker hier auf dem Floß. Es ist selbstgebackenes Brot, das Fleisch ist selbst eingelegt und alles andere Zutaten sind auch selbst hergerichtet von der Frau vom Captain. Und es ist immer sehr, sehr vorzüglich und sehr lecker. Das gilt übrigens auch bei Kaffeefahrten für den selbstgebackenen. In Eggesin ein kulinarisches Muss, Blaubeerkuchen. Apropos müssen. Auf einer mehrstündigen Tour mit guter Versorgung ist auch an ein komfortables, stilles Örtchen gedacht, das auf ca. Hälfte der Tour angefahren wird. Seit 16 Jahren ist das Randofloß im Naturpark am Stettiner Haff unterwegs. Und Detlef Ertelt ist für dieses Gebiet zertifizierter Natur- und Landschaftsführer. So können Gäste besonders über den einst ausgerotteten und nun wieder hier heimischen Biber jede Menge erfahren. Wer genau hinschaut, entdeckt die Spuren des tierischen Baumeisters und Landschaftsgestalters. Detlef Ertelt kann sogar eine Wohnbehausung zeigen, eine Biberburg. Dieser nähert sich jetzt auch eine Kanugruppe. Ja, das sind die geführten Bibertouren, die wir anbieten. Die werden donnerstags immer mit dem Kanu gemacht und dienstags fahren wir mit dem Floß, dass wir eben auch Leute diesen Lebensraum vom Biber zeigen können, die nicht ganz so gut zu Fuß sind, die so ein paar Probleme haben ins Kanu zu steigen. Darum bieten wir sie auch mit dem Floß an.
ob auf dem Floß oder noch etwas näher dran im Kanu. Mit Glück und Geduld kann der eher scheue Biber auch live erlebt werden. In der Natur gibt es dafür keine Garantie, aber das macht ja den Reiz und das besondere Erlebnis letztlich mit aus. Die Wahrscheinlichkeit, einen Biber zu sehen, ist mit erfahrenem Tourführer an der Seite aber ziemlich groß. Das können auch die Haflein-Dancer als regelmäßige Floßfahrerinnen bestätigen. Damit senkt sich nun der Abend über eine zauberhafte Flusslandschaft und es geht zurück auf Uecker und Rando in Richtung Heimathafen. Tanzen bedeutet für mich Lebensfreude. Manche Drehungen oder Körperhaltungen können sich schmerzhaft auf die Gelenke auswirken. Das habe ich im vergangenen Jahr öfters gespürt. Ich bin schon Anfang 60. Und dann hat mich mein Tanzpartner mit einer Flasche Rosaxan überrascht. Seitdem ich die regelmäßig einnehme, kann ich wieder unbeschwert tanzen. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Sehr geehrte Damen und Herren, die Lage ist prekär. Die Menschen, die dieses Land aufgebaut haben, werden im Stich gelassen. Die Sozialversicherung, insbesondere die Kranken- und Pflegeversicherung, stehen vor einer finanziellen und personellen Katastrophe. Wer keinen Pflegedienst findet oder sich keinen leisten kann, der muss als Familie selber pflegen. Wer selber pflegt, der fehlt. Er fehlt am Arbeitsplatz, er fehlt in der Wirtschaft. Der Pflegekrise folgt die Wirtschaftskrise. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der Pflege gestalten. Packen wir es an, kommen Sie zu unseren Bürgerdialogen. Mehr Informationen finden Sie in der regionalen Presse oder auf www.pflegeleidenschaft.de. Jahre Neuwoba, unser Zuhause seit Generationen. Immer am Puls der Zeit sind wir verlässlich für Neubrandenburg und seine Menschen da. Die Neuwoba präsentiert Ihnen das Wetter auf Neu 1. Jahre Neuwoba, unser Zuhause seit Generationen. Immer am Puls der Zeit sind wir verlässlich für Neubrandenburg und seine Menschen da. Die Neuwoba präsentierte Ihnen das Wetter auf Neu 1. Das war unser Neu 1 Journal für diese Woche. So Sie mögen, sehen wir uns ab nächsten Freitag, den 19. Juli, hier an dieser Stelle wieder. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss. Thank you.
Heilung durch die Kräfte der Natur. Dies praktiziert Sala im Kisaf in seiner Praxis für arabische Naturheilmassage erfolgreich bereits seit vielen Jahren. Ich bin Heiler ab Kinderzeit. Das ist unsere Tradition. Das ist mein Vater und mein Opa und das ist in meiner Familie. Seit Jahrhunderten wird das umfangreiche Wissen um die Kisaf-Methode in der Familie weitergegeben. Die heilende Kraft der Hände stellt die Harmonie im Körper wieder her und aktiviert die Selbstheilungskräfte. Die Anwendungsgebiete sind groß. Die Patientin muss immer mitarbeiten. Mit Essen, mit Trinken, mit Bewegung, mit Übung, mit was ist mit Schlafen, was ist mit welchem Tee trinken. Ich habe gemacht einen Tee, mache die Steine in der Galle oder in Niere und so. In 2 Wochen ist weg. Täglich neu stellt das Team der Praxis, bestehend aus Sala im Kisaf und seinen Söhnen Nava und Navares, einen wohlschmeckenden Tee aus verschiedenen Kräutern zusammen. Die gemeinsame Einnahme des Tees mit Patienten und Gästen gehört bei Kisaf zum guten Ton. Sie ist außerdem die Einstimmung in den Prozess der Heilung und unterstützt diese. Denn der Tee wirkt reinigend und gibt neue Kraft. Schon im Kindesalter lernen die jungen Kisafs das Handwerk der Familie. Auch die Söhne Salas unterstützen ihren Vater bereits im Praxisalltag. Sie sind überzeugt von den Kräften der Selbstheilung und wissen um ihre Vorteile. Weil das liegt bei uns in der Familie, seit Generationen. Das ist auch so ein Teil von Schulmedizin. Okay, aber wir machen das auf unsere Art anderes. Also nicht nur Massage, nicht nur Punkte drücken, nicht nur Nerven auslösen. Selbst Krankheiten und Beschwerden, bei denen die Schulmedizin nur unzureichende oder keine Behandlung anbietet, nimmt sich die Praxis an. So nehmen auch Patienten teils weite Anreisen auf sich, um bei Kisaf Heilung zu finden. Ich habe seit ca. 10 Jahren MS und zwar die schubförmige Version. Das bedeutet, man bekommt halt einen Schub. In der Regel geht der fast rückstandslos wieder weg und dann hat man erstmal eine ganze Weile wieder Ruhe. Und manchmal ist es halt so, dass eben in bestimmten Situationen die Schulmedizin nicht weiter weiß und gerade auch jetzt war es halt wieder so gewesen, dass ich halt einen Schub hatte Anfang des Jahres und die Schulmedizin mir nicht wirklich weiterhelfen konnte. Und ich halt wirklich Huckepack hier reingetragen wurde und bin heute zur 5. Behandlung hier. Und wie Sie sehen, ich stehe auf meinen Beinen, der Rollstuhl steht wieder in der Ecke und ich bin einfach nur glücklich. Voller Dankesworte sind auch die zahlreichen Briefe glücklicher Patienten, denen Sala im Kisaf in den letzten Jahren helfen konnte. Deine Beine hochmachen. Jawohl. Noch und zurück. Du kannst erzählen, was deine Mutter hat und wann. Meine Mutter hatte einen Schlaganfall am 1.6.2020. Seitdem kann sie nicht mehr sprechen und ist halbseitengelähmt auf der rechten Seite. Das heißt, der Arm und auch das Bein war bis vor ein paar Sekunden nicht mehr beweglich. Was die Ärzte hat gesagt? Sie wird nie wieder sprechen können und auch nicht mehr laufen können. Wie heißt deine Krankheit? Wie heißt das? MDC1A, kongenitale, vorgeburtliche, angeborene Muskeldystrophie. Guck mal, die linke, jetzt kommt diese, die schwere linke vorher. Jetzt kommt alles, guck mal, ja, wie die rechte jetzt, ja. Das ist wunderbar, ja. Wunderbar, ja, das ist wunderbar, wunderbar, jo. Wie lange sind Sie keine Bewegung? 41 Jahre. 41 Jahre. Warum? Was hatten Sie vorher? Skiunfall. Ah, Skiunfall. Aha.
Also mit den großen Zähnen? Mit den großen Zähnen, ja, ja, klar. Und jetzt ist es nach 41 Karat erster Mann. Ja, ja. Wie gut, ja. Ja, bitteschön. Ja. Ja.